Asche. Asche entsteht, wenn etwas verbrennt. Zeitung, Streichholz, Abfallprodukt. Asche wurde bei meinen Eltern auch mal gerne zum Düngen verwendet. Für die Erdbeeren oder die Sträucher. Wachstumshilfe. Die Zeit vor Ostern heißt in der Kirche Passionszeit. 7 Wochen lang Vorbereitung auf Ostern, den Leidensweg von Jesus im Blick. Dieses Jahr ist manchen das viel näher als alles andere. Und am Beginn dieser Zeit steht der Aschermittwoch. Im Gottesdienst wird Asche auf den Kopf gestreut oder mit Asche ein Kreuz auf die Stirn gemacht. Äußeres Zeichen der inneren Umkehr. Umkehr hin zum Leben, zu Gott. Asche, da ist etwas vergangen. Das kann man spüren und das tut manchmal auch sehr weh. Und etwas anderes will wachsen. Und das kennt man noch gar nicht, ahnt es höchstens. Beides gehört zum Leben. Von was hast du loslassen müssen? Was ist vergangen? Und auf was wartest du? Gott, loslassen ist manchmal eine harte Sache. Erleben müssen, wie Menschen leben und Träume vergehen. Und ich frage, was bleibt? Höre meinen Kummer, sieh meine Trauer. Segne mir diesen Tag und meine Zeit. Das Loslassen lernen und den Blick auf das, was kommt. Amen.